Dann marschieren wir mal in dieses mysteriöse Wüstenkaff und da ist auch schon wieder eine Landebahn daneben. Und was zum... Die Cyborgs von Hazardtak bekommen sehr, sehr selten menschliche Gäste. Yep. Wir sind also eine Art Roboterstadt. Und diese Roboter haben aus irgendeinem Grund genau die gleiche Art Häuser wie alle anderen. Wow. Und hier hat man sich nicht mal die Mühe gemacht, irgendwas auf Wüste hindeuten zu lassen. Wäre das oder die Roboter sind wirklich gute Gärtner. So. Finde Vren. Dann geh nach Osten, um dich um das Wetter zu kümmern. Wow, also gut. Ich nehme mal an, dass Rhys dem einfach alles erzählt hat und ihn ausgefragt hat. Ansonsten wäre das ein bisschen unheimlich, dass der mehr über die Probleme in Island weiß als wir. Ein alter, verrückter Cyborg wandert durch die Wüste. Oh, lass mich raten, den müssen wir finden. Wenn so weitergeht, habe ich meine eigene Roboterarmee hier noch, bevor wir noch einen anderen Menschen treffen, der sich uns anschließt. Klingt, als wäre da die Wetterkontrolle daneben. Hallo, ich bin der Prinz von Orakim und ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Wetterkontrolle? Hä? Ja. Hätte wahrscheinlich mehr Sinn gemacht, wenn ich zuerst den angesprochen hätte und dann den anderen. Gut, gibt's hier noch irgendwelche Roboter, die ich anquatschen kann? Oh, hallo, komm her, kleine Kiste. Der du suchst, ist irgendwo in einer Höhle im Westen. Ah, gnädigerweise müssen wir also nicht rumrennen, bis wir ihnen zufällig begegnen. Wir warten in einer weiteren Höhle auf uns, die im Westen ist. Ja gut. Können wir den Monitor hier drin benutzen? Natürlich nicht. Denn Rhys hat diese komische religiöse Problem. Sein Gott verbietet ihm, den Monitor zu benutzen, wenn er sich in einem Dorf befindet. Okay, gut. Die einzigen Häuser sind... Oh, doch. Eins ist da. Den hatten wir nicht in dem anderen Dorf auch genau eins. Okay. Und hier kann man das natürlich durchgehen lassen. In Cyborgs-Roboter, die sind ja normalerweise ziemlich ordentlich, wenn sie irgendwas bauen, nehme ich mal an. Die Häuser sind schön in einer Reihe, mit einem großen Platz daneben. Logisch, einwandfrei. Aber es ist die gleiche Zusammensetzung wie überall sonst auch. Von jedem Shop eine Sorte und ein Privathaus. Ja, natürlich glorreich. Und dieses Privathaus ist gar kein Privathaus, oder? Genau, das ist der Papst. Das habe ich bloß ein Schild übersehen, oder was? Und überhaupt, eine Roboterstadt? Und die sehen alle ganz normal aus? Oh Mann. Programmierer, wäre das so schwierig gewesen, hier bloß ein Cyborg-Sprite reinzusetzen? Wirklich? Tatsächlich, ich habe mich nicht verguckt. Fehlt das Schild. Wow. Das ist auch toll. Okay, bis jetzt hatte ich mit meinen Zaubern kein Problem. Fange ich schon wieder an. Geile Zauber, das sind Techniken. Zaubern können nur Esper. Techniken kann jeder lernen und dazu noch ab und zu Fähigkeiten. Aber ich glaube nur in Teil 4. Okay, gucken wir mal, wie der Cyborg hier aussieht. Ja, genau, wie in jeder anderen Stadt auch. Wieso wundert mich das jetzt nicht? Oh, und hier kriegen wir ein echtes Schwert oder einen Lasernadler oder einen königlichen Nadler. Naja gut, da haben wir lange nicht genug Geld, aber es wird mal Zeit, dass Rhys ein echtes Schwert kriegt. Und oh, er ist schon wieder voll beladen. Gut, dann müssen wir irgendwas verscherbeln, was er mit sich rumschleppt. Na, das brauchen wir alles. Saphir müssen wir sogar mal rumschleppen. Aber Monomaten sind jetzt nicht mehr ganz so nützlich. Na gut, 5 Miseten sind nicht viel. Aber los, jetzt, du kriegst ein echtes Schwert. Ne. Und damit haben wir unser Geld auch schon fast wieder verbraucht. Kommt bald wahrscheinlich der Moment, wo ich normalerweise 100 Monster oder so hintereinander besiegen muss, um meine nächste Ausrüstung zu bezahlen. Okay, das Kurzschwert haben wir auch nicht wirklich sehr lange getragen. Wir haben es quasi nur kurze Zeit getragen. Oh, ja, ich weiß, ich bin so schlimm. Und wow! Was zum Geier. Kurzschwert ist so was von schwach. Das Schwert. Einfach nur das Schwert. Das ist 300 Mal so stark. Das finde ich auch gut.
Vor allem weil wir für ein namenloses Schwert ist das gar nicht schlecht, ne? Hätten sie wenigstens sowas wie Stahlschwert oder sowas davor gehängt, dann hätte ich es ja verstanden. Aber nur das Schwert. Aber da sieht man, Ries, der ist so hart drauf. Der kriegt das Standardschwert anderer RPG-Helden erst nachdem er zu einem Drittel durch das Spiel durch ist. Oder zumindest durch sein Kapitel. Und er kann trotzdem damit dreimal besser morden als die lausigen Level 1-Helden in anderen Spielen. Okay. Gucken wir mal, was es hier im Rüstungsshop gibt, auch wenn wir uns jetzt hier nichts leisten können. Oh, hallo. Du siehst aber ganz schön organisch aus wie ein Cyborg. So einen haben wir natürlich auch hier, also darf ich eigentlich nicht zu laut meckern. Weg mit dem Kursschwert, das war eh nutzlos. Wow. Jetzt wünschte ich mir, ich hätte da kein Geld für ausgegeben. Cape, Protektor, Bandana, Headgear und Steel im Mail. Okay, etwas haben wir noch. Gucken wir mal. Ach, sie hat auch schon zu viel. Ja, da muss man mal aufpassen, wenn man so wenig Leute hat. Okay, das ist am unwichtigsten. Weg damit. Gut, Bandana. Gucken wir mal. Nö. Sie kann das nicht benutzen. Headgear. Protektor. Tja, ich warte mal, bis ich genug Geld habe, um mir zumindest eins von den Sachen hier leisten zu können. Weil dann kann ich ausprobieren, wer was tragen kann und dann einfach das teuerste nehmen. Mal gucken, was das ist. Protektor könnte ein Schild sein. Oder ein Helm. Eigentlich sind nur Bandana und Headgear eindeutig, also könnte Protektor ein Schild oder eine Rüstung sein. Jetzt gehen wir mal nach Fasshausen und gucken, was die Cyborgs an Gegenständen verkaufen. Ach ja, nur das Übliche. Ich wünschte wirklich, es gäbe eine Telepipe, damit ich nicht so viel laufen muss. Wenigstens ist es nicht so eine Tortur wie in Phantasy Star 2, wo ich schließlich aufgegeben habe, weil es so lange gedauert hat, wie die Leute hin und her gerannt sind. Und ich musste so viele extra Monster töten, um immer genug Telepipes dazu zu kaufen. Ah ja. Nicht, dass es mir keinen Spaß gemacht hat, aber meine Geduld ist halt nicht mehr so, wie sie früher mal war. So gut, wir haben jetzt alles durchgewühlt. Außer natürlich, gut, wir haben unsere Ausrüstung minimal verbessert. Aber es ist vielleicht besser, wenn wir mal speichern. Und dann gehen wir in die Wüste. Und suchen nach Wren, da das offensichtlich das Einzige ist, was wir hier gerade machen können. Okay. Ries ist auf der Suche nach seiner entführten Verlobten und hat sie verfolgt bis in Island. Dann hat er aus... Ich nehme an, keine Gründe, nehme an, weil... Ja, genau, was... Warum sind wir eigentlich hier? Meine, die Typen haben ihm da erzählt, dass sie Probleme mit dem Wetter haben. Und ihm erzählt, dass da Ruinen irgendwo im Süden sind. Und anscheinend hat er daraus den Schluss gezogen, dass die anscheinend in diese Ruinen reinmarschiert sind. Von Urakio, also ihrem Feind, wenn ich das richtig verstanden habe. Warum? Und dann ist er jetzt hier gelandet. Und die Roboter in der Stadt wissen aus irgendeinem Grund von dem Wetterproblem Bescheid und erzählen ihm, wie er dem Abhilfe schaffen kann. Und naja gut, würde ich das jetzt wie ein echtes Rollenspiel machen, müsste ich jetzt mit Ries die ganze Zeit in der Gegend herumlatschen und nach seiner Verlobten suchen und diese Leute, die ihn einen Scheißdreck interessieren, ignorieren. Da die Programmierer das allerdings nicht einberechnet haben, würde ich dann also stundenlang im Kreis marschieren und gar nichts zustande kriegen, weil das Spiel tatsächlich von mir erwartet, dass ich diesen komischen, dummen Fischern da helfe, damit Ries sich besser fühlt, nehme ich an. Naja gut, man könnte sich vielleicht mit ein paar Hirnverkrampfungen zurechtwinden, dass Ries dieses... Ein Gigant? Wow. Also dass Ries dieses... festgefrorene Boot gesehen hat und dass er aus irgendeinem Grund Intuition
herausgefunden hat, dass die Lajana vielleicht das Wasser überquert haben und da, wo die Lajana sind, nur mit dem Boot hinkommen. Da, halt auch ganz einfach. Ah, oh Mann. Na egal. Helfen wir diesen Leuten, dann fühlt sich Ries wenigstens besser. Gut, Schnecke, du bist weg. So, du kriegst einen Kral und noch einen. Und noch einen Hieb. Okay. So, Schwerthieb und der Gigant ist tot. Ha, mit unserem Kursschwert hätten wir das nicht geschafft. Weil der Gigant ist zu groß, der braucht ein echtes Schwert. Okay, und hier haben wir ja schon eine Höhle. Ne, wir haben zwei Höhlen und einen Tempel. Wow, dann gucken wir mal, was hier was ist. Oh, wow. Die sind wirklich Flail. Oh, das ist der Unterschied. Die sind blau, also benutzen sie die zu Wasserattacke. Steht das für Tsunami? Und was soll der kranke Scheiß? In allen anderen Spielen war das eine Lichtattacke. Ah ja. Da hat wohl jemand bei der Übersetzung nicht aufgepasst. Ah ja, hier dürfen wir nicht weiter, richtig? Ja, ja, ja. Sehr gut. Bin ja mal gespannt, ob wir in Lajana, zum Beispiel unsere Verlobte, irgendwann mal in die Hände kriegen. Damit wir diese Tempel mal benutzen können. Aber das sehen wir. Okay, dann gucken wir mal, in welche Höhle gehen wir zuerst rein. Mal sehen, links oder rechts? Ach, wo Ries jetzt schon fast vor dem Höhleneingang steht, gehen wir in die linke rein. Aber zuerst werden wir von den Flails angegriffen. Okay, gut. Tsunami zu werden ist immer noch besser als vergiftet zu werden. Also hauen wir auf die Viecher ein, denn die können vergiften. Los. Gut. Mir übrigens löscht fast immer den Eingang aus. Und der letzte wird von dem Schwert aufgespießt mit 88 Schadenspunkten. Aha, ganz ordentlich. Und dann killen wir das Viech, das eine stärkere Verteidigung hat, dank seinem Schneckenschild. Aber es kann nicht standhalten und stirbt auch. Und wenn man bedenkt, dass es 10.000 Mal effektiver ist als die anderen Monster, die genauso aussehen, nur mit anderen Färben. Das ist eigentlich traurig, dass wir so wenig Erfahrungspunkte dafür kriegen und ihr, wer die ist, blockiert, da können wir nicht rein. Also nehmen wir die rechte. Okay, neuer Dungeon. Mal sehen, wie lange wir durchhalten, bevor die Monster uns wieder rausprügeln. Gehen wir erstmal nach links. Ach ja. Wow, Gila Toad, ein neues Monster. Neues Monster, neues Glück. Okay, gut. Der Gifthaini ist immer noch gefährlich, also müssen wir die hier ausschalten. Und um an diese komische Kröte zu kommen, muss Ries mit dem Schwert dieses Viech aufspießen. Also mal los. Autsch. Ja, das war typisch. Okay, das hat nur gebissen. Aber klar, der verbrutzelt uns gleich. Ah, Mist, er hat das überlebt. Okay, gut. Jetzt wird es natürlich kritisch. Aber wir müssen aufpassen. Gut, Mio ist super schnell. So, Mio, dir befehle ich jetzt erstmal, das zu benutzen. Oh, gut, das heilt die ganze Gruppe. Genau, das war, das hat die Vorsilbe bedeutet. Jetzt weiß ich es wieder. Haha. Okay, und du? Du schlägst auf das Viech ein. Ah, ja. Dann brauchen wir ein paar Punkte, damit das effektiver ist. Okay, es ist eigentlich egal. Wir müssen sowieso das erst ausschalten. Ah ja, haha, wow, ey. Man sieht, Ries ist doch eher ein Schwertkämpfer als ein Pistolen- und Messerträger. Okay, Ries, du bist jetzt ein Schwertkämpfer. Okay, hier ist nicht viel los. Gehen wir mal nach Osten. Und, na gut, die Monster werden größer. Ein grinsender, dusseliger Steinkopf. Oh, wow. Okay, Mio, du musst mal jetzt richtig heilen. Und Ries, du erledigst das Viech, bevor es uns vergiftet. So. Hang, erledigt. Der wackelt mit den Ohren. Oh ja, wow, ey. Das sieht so dämlich aus, dass wir Lachkrämpfe kriegen und das verwundet uns, oder was? Yikes, der hat aber eine gute Verteidigung. Autsch. Okay, sein komischer Gra-Angriff sieht aus wie Elektrizität, aber eigentlich müsste das ein Gravitationsangriff sein, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ja, ich habe schon Teil viel zu viel gespielt. Und zumindest werde ich da nicht blind reingehen, wenn wir das auch mal irgendwann machen. Oh, nicht schon wieder. Okay, denn beim nächsten Mal müssen wir wohl außerhalb kämpfen.
Feris, du erledigst das Viech. Und mir erledigst das, weil du schneller bist. Toll, wir hätten das eigentlich aufteilen können, das wäre noch besser. Er ist eh tot. So, erledigt. Der wackelt mit den Ohren. Gut, der hält viel aus, kann aber auch nicht viel austeilen. Naja, er besteht aus Stein, also sollte er gefälligst eine Menge ausholen. So, er fällt runter und erledigt. Gut. Toll, die Viecher geben mehr Erfahrungspunkte, aber verdammt wenig Geld. Das ist gemein. Ah, wir müssen wohl irgendwann wieder zurückkommen. Ja,